Yo, meine lieben Freunde, ich habe euch ja gesagt, dass ich Heuschrecken einkaufen gehe. Und es ist schon das zweite Video für heute. Ja, denn ich muss euch unbedingt was zeigen. Und zwar diese Heuschrecken, wie man die Heuschrecken mit Nahrung und Nährstoffen versorgt. Das Ganze zeige ich euch jetzt, wie man ein Heuschrecken-Faunarium, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, auf jeden Fall eine Heuschreckenstation aufbaut. Ich zeige es euch. Wir brauchen dazu eigentlich nur Haferflocken als Grundlage, dann Heuschrecken, das sind jetzt, ich mache es mal in die andere Richtung, damit ihr es ein bisschen heller habt. Das sind jetzt Wüstenheuschrecken, steht Heimchen drauf, ist falsch. Zwei große haben wir dabei und sonst 13 kleine. So, als Grundlage nehmen wir die Haferflocken. Da schütten wir einfach mal rein. Ich denke so, dass die halbe Packung reicht, also es war eh nicht mehr voll. Ich denke so 200 Gramm, so ungefähr. Ja, bisschen noch, dass die da auch genug haben. Okay, wir schütten einfach alles rein. Haferflocken sind nicht teuer. Also ich sind dann so 300-400 Gramm drin. Da haben die so einen Zentimeter auf jeden Fall. Als nächstes kommt von JBL das TerraKrieg. Das verlinke ich euch auch in der Beschreibung unten. Und da ist es so ein Pulver, das ist eben jetzt der Nährstoff für die Heuschrecken, dass sie sich ernähren können. Das sind Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, alles dabei. Calcium, Magnesium, das dürfte alles da drin sein. Und da schütten wir jetzt einfach so ein bisschen rein. Da kann man auch ein bisschen großzügig sein, das hebt ja länger. Ne, das ist jetzt schon so einige Gramm auf jeden Fall. Hier seht ihr nochmal, was da wirklich so drin ist. Vitamine, dies, jenes und Nährstoffe. So, jetzt ist es scharf. Genau, so sieht es aus. Das ist da überall ein bisschen drin. Können wir noch mit dem Finger etwas verteilen, dass es auch überall ist. Und dann kommen schon die Heuschrecken auch demnach dazu. Ja, die werden jetzt gleich rumhopsen. Deshalb mache ich das ein bisschen zügig. Deckel ab, rein. So, und da hopsen sie alle. Freunde, das war's schon, was die Heuschrecken brauchen. Ihr könnt noch eine Wasserschale reinmachen, dass die ein bisschen befeuchtete Luft haben oder da auch mal reinschnuppern können. Ansonsten brauchen die echt nicht viel. Die ernähren sich dann von diesem Substrat hier. Die Haferflocken dienen als Grundlage, da fühlen sie sich wohl. Und wenn ihr wollt, als Deko noch irgendwas, wo sie sich verstecken können. Ansonsten war's das, ne? Dann, liebe Freunde, lasst ein Like da, wenn es euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal für weitere Videos, so informativ und unterhaltsam wie dieses oder noch mehr. Dann, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter. Euer Boss der Badegar. Ciao.